ja, Duisburg präsentieren sich richtig gut in den letzten Spielen. Man muss sagen, die Euphorie, die sie haben durch den Aufstieg, nehmen sie auch mit. Und das sieht man auch eindeutig. Also es ist keine Mannschaft, die sich versteckt, sondern auch immer ihre Chancen nach vorne sucht. Und für uns ist natürlich, wir wollen natürlich auf das St. Pauli-Spiel aufbauen, wollen eine ähnliche Leidenschaft und auch ähnlichen Kampf auch zeigen. Wir wollen dann trotzdem auch nach vorne unsere Möglichkeiten suchen und wollen natürlich da auch was mitnehmen, wenn möglich ist. Scharfer englischer Ball wieder auf Kevin. Genau so. Wenn wir nicht ans Limit gehen, dann sind wir nicht besser als alle anderen Mannschaften in der Liga. Wenn die anderen Mannschaften mehr Herz zeigen, werden sie Spiele gewinnen. Und wir müssen zumindest das gleiche Herz auf den Platz bringen, gleiche Leidenschaft, plus dann unsere Fähigkeiten, die wir haben, dann kannst du Spiele gewinnen. Wenn du nur 1% weniger machst, dann verlierst du. Wir müssen Ideen finden, wir müssen Lösungen finden, um sie knacken zu können. Und ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir an unsere Spitze gehen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch Punkte mitnehmen werden. Mit dem Spiel wird es, denke ich mal, sehr wichtig, weil dann danach die Länderspielpause ist. Man hat ein paar Tage frei, man kann ein bisschen zurückblicken erstmal auf den Start. Und deswegen wird, denke ich mal, dieses Spiel auch sehr wichtig sein, ein bisschen ein Stück weit richtungsweisend. Und deswegen wollen wir wirklich alles reinhauen und auch gewinnen.